Wir testen heute mal die sichersten Basen von Level 1 bis Level 100 in Minecraft aus. Die ganzen Sachen wurden gebaut von Zuschauern. Fangen wir an mit dieser Sache hier. Und zwar steht hier schon, du kannst hier durch, aber es ist nicht der richtige Weg. Du darfst nicht durch das Bambus gehen, du musst durch die Tür. Schaut euch einfach mal diese sichere Basis an. Alter Schwede, sieht auf den ersten Blick schon sehr, sehr heftig aus. Die Zuschauer hatten die Möglichkeit, dass man hier reinkommen kann auf natürlichen Weg. Oder dass man hier gar nicht erst reinkommen kann. Also das war ihnen überlassen. Grüße an Master Knight 12. So ist hoffentlich der Name richtig ausgesprochen. Er hat das Ganze hier gebaut. Und ist das hier der Eingang? Es gibt 4 volle Kisten, die du finden musst. Okay, okay. Und da sehe ich schon die allererste Kiste. Kann nur auf Netherite-Blöcken platziert werden. Lava-Hose gefunden. Alter Schwede. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht schaffen, alle Basen wieder in einem Video zu spielen. Deswegen werde ich auch noch einen Stream machen, Leute, wo wir auch noch weitere Basen zocken. Also, falls eure Basis nicht dran kommen sollte, dann seid nicht traurig, ich werde noch einen Stream machen. Jetzt müsste ich doch theoretisch irgendwie weiterkommen. Ah, und jetzt kann ich hier durchlaufen. Ah, weil wir haben ja hier Feuer-Protection drauf bekommen. Jetzt habe ich es, glaube ich, gefunden. Wenn du draußen bist, sind rechts noch ein paar Schilder, die du durchlesen solltest. Okay. Hey, warte mal. War das so gewollt, dass ich das da drauf platziere? Das hieß Lever. Da stand irgendwas drauf, darf nur auf Netherrack oder so platziert werden, ne? Irgendwas stand da doch drauf, meine ich. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was da drauf stand. Leute, ihr kommt nie im Leben drauf, wie man hier weiterkommt. Und zwar muss man hier einfach in die Lava reinspringen. Ich bin ganz ehrlich auch nicht drauf gekommen. Ich habe das nur gesehen, weil ich dann in den Spectator-Modus gewechselt habe, weil ich absolut am Verzweifeln war, weil dieser Schalter war nicht dafür gedacht, dass wir das auf dem Diamantblock benutzen. Und jetzt, wenn wir hier ein bisschen durchgelaufen sind, sehen wir hier eine Kiste und hier steht nämlich, kann gesetzt werden auf Dia-Blöcke. Also hier haben wir auf jeden Fall den Schalter, den wir auf Dia-Blöcke platzieren können. Hier waren wir ja schon vorhin. Also können wir hier rein. Und jetzt sind wir hier im Bereich. Was steht's hier? Kerbo, kannst du, wenn Pat meine Base spielt, die Redstone-Clock anmachen? Das wäre echt nett von dir. Ja gut, das hat er nicht gemacht. Grüße gehen raus an Kerbo. Also Leute, ganz ehrlich, diese Base, ihr werdet es zwar im Video nicht sehen, aber die ist schon sehr heftig. Also ich werde das Ganze hier zusammenschneiden. Und der Hebel für diese Tür ist im Labyrinth versteckt. Den haben wir ja gefunden. Oh mein Gott, und hier haben wir einfach mal das krasseste Schwert, was man sich vorstellen kann. Herzlichen Glückwunsch, hast es geschafft. Hab Spaß mit dem Schatz und bis bald. Ja, ey, mega, mega cool. Allein schon die erste sichere Basis war auf jeden Fall eine solide Level 80, würde ich sagen. Also Level 80 kann man dem Ganzen hier geben. Alter Schwede, was zur Hölle ist das denn, bitteschön? Enderman 097895, Grüße gehen raus. Und zwar schreibt der, Like und Abo nicht vergessen, Leute, ihr wisst Bescheid. Gerne nochmal liken, abonnieren nicht vergessen. Hi Pat, sorry, ich bin nicht so der Sicherheitstyp. Junge, er baut hier einfach ein ganzes Schloss auf und sagt dann, Pat, ich bin nicht der Sicherheitstyp. Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr gut aus. Aber schauen wir mal nach, was ist jetzt hier genau Sache? Oh, 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 er wollte uns damit umbringen. Okay, okay. Er hat hier jede Menge Dispenser platziert. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gerade keine Ahnung, wie man hier reinkommt. Also, es ist mir aktuell noch nicht so ganz ersichtlich, ob es hier einen Weg überhaupt geben soll. Vielleicht irgendwo im Schnee oder so, schätze ich mal. Tatsächlich lag ich mit meiner Vermutung, glaube ich, richtig, weil das hier... Ah, hier war es, genau. Wir sehen... Eigentlich sollten diese Redstone-Repeater hier auslösen, damit ich abgeworfen werde mit diesen Instant-Damage-Potions. Aber jetzt sind wir hier im inneren Bereich von der sicheren Basis. Hier steht nochmal Ausgang. Wie kommen wir in die Basis rein? Also wirklich in das Haus herein. Denn das ist natürlich der Punkt, wo wir rein wollen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, tatsächlich war ich einfach lost und bin 80 Mal vorbeigelaufen. Auf jeden Fall sind wir hier in der sicheren Basis angekommen. Eine goldene Karotte haben wir zum Essen. Wir haben richtig viele Barrels mit Diamanten. Das ist eine wirklich sehr, sehr coole, sichere Basis. Sieht auch von außen sehr, sehr nice aus. Und ist auf jeden Fall Level 65, würde ich im Ganzen geben. Level 60 bis, ja, sagen wir mal, Level 62. So, wir sind hier angekommen beim Grundstück vom lieben Koala 201107. Ist natürlich auch sehr geil gemacht. Hier Spinnnetze, da Kakteen. Ich gehe am besten mal in den Survival-Modus. Aua, okay, okay, okay. Blaues Feuer auch noch am Start, genau. Ich sehe jetzt hier keine Möglichkeit, um irgendwie... Lol, das ist Powderstow, wir können da einfach reinlaufen. Richtig krass gemacht. Was wird passieren, wenn wir da drauf laufen? Oh, lol, wir bekommen Schaden und sollen da reinfallen. Alter, wie geil ist das denn gemacht? Lol, okay, wir würden hier gefangen sein. Das ist nicht schlecht.
Ich meine, wir können sie theoretisch wieder rausbauen. Müssen wir auch. Also ich fliege am besten jetzt einfach mal ganz kurz hoch. Gibt es hier auch einen Weg, um irgendwie da nach oben zu... Ach da, okay, okay, okay. Oh, aufpassen, aufpassen. So, keine Ahnung. Ich denke mal, der wollte da noch einen Eisengolem bauen. Sehr, sehr coole Basis. Auf jeden Fall auch sehr nice gebaut. Gute Frage, was gibt man dem Ganzen hier? Ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren mitbewerten, Leute. Ich bin hier auf jeden Fall auch für den stabilen 60er bis 70er Bereich. Nur, ja, ungefähr Level 60 würde ich das Ganze einschätzen. Was hat denn bitteschön hier der liebe Master 28519 gebaut? Das ist ja wirklich der reinste Wahnsinn. Schaut euch einfach mal das an, da durch diese Spinnnetze durchzukommen. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, hier reinzukommen? Weil... ich sag euch ganz ehrlich, auf dem ersten Blick sehe ich hier keine Möglichkeit. Okay, anscheinend gibt es wirklich keine Möglichkeit. Ich werde dann einfach mal einbrechen, Leute. Ich breche einfach mal ein, würde ich sagen. Ist dann, hoffe ich, einfach mal der richtige Weg. Was steht jetzt hier drauf? Eingang bei Master Games. Okay, okay. Also hier kommen wir wohl nicht außenrum. Beziehungsweise macht es keinen Sinn. Hier sind ja nur Spinnnetze und Kakteen außenrum. Genau. Ganz cool gemacht, denn der Eingang ist getarnt mit einem Foto. Und hier können wir nach oben laufen. Also anscheinend haben wir hier TNT. Boah, das Problem ist, wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich wohl nicht mehr hoch. Egal, ich löse es trotzdem einfach mal aus, würde ich sagen. Das war keine gute Idee und es war zu erwarten, dass ich das nicht überlebe. Okay, TNT ist ja hier auf dem Server deaktiviert, habe ich voll vergessen. Und ich dachte, stimmt, das ist ja krass, der hat einfach darunter was gebaut. Alter Schwede, oh nein, ja okay, da komme ich ja nicht durch, da komme ich nicht durch. Ich weiß nicht, wie man da normalerweise durchkommen sollte, weil das ist gar nicht möglich, so ohne Rüstung. Aber wenn man eine richtige Rüstung hat, kommt man da auf jeden Fall durch. Viel Spaß beim Suchen. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, oder? Ah, lol. Ah. Gut, ich bin jetzt noch im Survival-Modus. Kann sein, dass man eigentlich im Adventure-Modus sein sollte. Aber wir haben hier Barrier-Blöcke. Und... ja, was? Okay. Heißt das irgendwas vielleicht? Muss ich hier runter? Oh! Oh mein Gott, okay, damit habe ich echt nicht gerechnet. Und jetzt? Ist das eine bestimmte Kombination, die ich drücken muss? Oh, okay, das war eine bestimmte Kombination, die ich drücken muss. Like und Abo natürlich nicht vergessen. So muss das mein aktiver Freund... was ist das für ein geheimer Raum hier? Wie kommt man da denn rein? Lol, hier ist noch ein Raum in diesem Lava-Becken. Das hätte ich jetzt gar nicht gefunden. Hammergeile, sichere Basis alleine. Schaut euch das mal an von außen. Alter Schwede, richtig schön gebaut. Also ich gebe dem Ganzen... sagen wir einfach mal Level 66. Ich denke, das ist schon sehr, sehr gut. Das nächste Grundstück ist von PA-16. Und wir sehen, das hier ist seine sichere Basis. Ich glaube, es gibt sogar einen Eingang. Also hier müssen wir wohl selbst ein bisschen abbauen. Was, wie gesagt, erlaubt ist. Ich wollte es nur gesagt haben. Hier fliegen wir nicht runter. Ich dachte, vielleicht löst... oh! Jetzt müssen wir hier durch Spinnennetze durch. Och, nö! Ich dachte, da ist irgendwas auch komisch, weil hier kein Cobweb mehr war. Hier auch nicht anscheinend. Oh, Kollege, nicht noch einmal, nicht noch einmal. Aber hier, ich spring mal sofort weg und schaffen wir es und... ah! Nachdem ich gefühlt 10.000 Mal verbrannt bin, ist das hier die Endstation. Und das Verrückte daran ist, bei dieser Endstation... kommt man einfach gar nicht weiter. Ich dachte, man kommt hier wenigstens weiter. Aber Leute, man kommt hier nicht weiter. Ich komme nicht in den inneren Bereich. Das heißt, ich müsste mich theoretisch hier durchboxen. Alles andere. Wobei, kann ich mich einfach hier durchbauen? So, ich habe mich jetzt jeden Moment da durchgeboxt durch das Eisengitter. Und bam, jetzt sind wir angekommen in der Mitte, Mitte, Mitte. Also heftig gemacht. Sehr viel Liebe reingesteckt in das Ganze. Und auf jeden Fall mindestens, Leute, mindestens Level 60 bis 70. Geben wir den Ganzen einfach mal Level 69. Die nächste Basis ist vom lieben Tsunami Pro. Leute, liken und abonnieren nicht vergessen. Und hier geht's anscheinend weiter. Oh lol, oh mein Gott, wer hat abgeschossen? Das ist ja schon sehr, sehr cool gemacht. Also so Dispenser, die uns abschießen. Oh mein Gott, ich werde die ganze Zeit abgeschossen von Pfeilen. Aber ich glaube, die Pfeile können mich gar nicht treffen, weil PvP auf diesem Server aus ist, glaube ich. Aber wir springen einfach trotzdem hier durch auf YOLO-Basis. Sehr, sehr coole Idee. Und dann sind wir hier auch schon angekommen. Also sehr, sehr klein gehalten, aber auf jeden Fall sehr cool die Idee von der Umsetzung. Besonders wenn die Pfeile mich sogar noch treffen könnten,
glaube ich nicht, dass ich das schaffen würde. Aber hat mir sehr gefallen. Auf jeden Fall eine stabile Level. Ja, jetzt gehen wir mal auf Level 40. Level 40. Also das hier ist die krasse Basis von Donut Lord. Sieht sehr, sehr heftig aus. Und wir sehen nämlich, der Donut Lord hat uns ein paar Worte hinterlassen. Und zwar sind hier Items in der Kiste, die ich mir schon rausgenommen habe. Und damit sollen wir wohl irgendwie durch die Base kommen. Was mir sofort aufgefallen ist, dass wie hier, wenn wir hoch klettern, wir können durch Lava schwimmen mit Hilfe von diesem enchanteten OP-Apfel. Wir haben hier Soul Sand unten auf dem Boden und das Problem ist, hier gibt es keine Möglichkeit, irgendwie runterzutauchen. Deswegen muss es einen anderen Weg geben, um in die Basis reinzukommen. Also ich bin jetzt mal ein bisschen weiter rumgeflogen. Ich habe keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll. Habe mir deshalb die Basis von unten mal ein bisschen angeschaut. Und ganz ehrlich, auch danach bin ich nicht schlauer geworden, wie ich hier weiterkommen soll. Keine Ahnung, wie ich hier hätte reinkommen sollen. Ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber richtig cool gesichert. Sehr, sehr schön gebaut. Für mich stabil Level. Gehen wir den ganzen mal Level 59. Die nächste Basis ist von Professor 345677. Alter, wie cool sieht das denn aus? Lava außenrum, Eis auch außenrum. Und jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier irgendwie natürlich reinkommen. Denke mal, wir müssen hier rüberspringen, indem wir ein bisschen Schwung nehmen mit dem Eis. Und dann kommen wir hier rüber. Sehr coole Idee. Ich weiß nicht, was mich jetzt hier erwartet. Ich gehe mal ganz kurz in den Ding Spectator. So, ich habe meinen Spawn Point einmal noch gesetzt, damit, falls ich sterbe, nicht... Och, lol, das ist TNT. Oh mein Gott. Ja, es wird jetzt nicht explodieren, Leute. Ich springe jetzt aber hier einmal durch. Das funktioniert tatsächlich, wenn man hier durchsprintet, dass man da durchkommt. Er hat ganz viele Karten an der Wand. Die sind jetzt hier irgendwie abgeflogen. Und wir können jetzt hier runter. Lol, was haben wir hier? Like und Abo bei Pat Ehre. So muss das auf jeden Fall. Dankeschön für deine Unterstützung, lieber Professor. Finde den Eingang zur nächsten Stufe. Lol, hier gibt's, es geht auch weiter. Was? Wir haben hier Netherite Equipment. Okay, das nehmen wir natürlich mal mit. Alter Schwede, was zur Hölle? Worauf habe ich mich denn jetzt hier eingelassen? Das ist, scheint hier noch so ein kleines Labyrinth zu sein. Hier steht falsch, okay. Hier steht richtig, bau doch mal den Mossy Stone ab. Welchen Mossy Stone? Bin ich lost, Leute? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Also das hier soll, wie gesagt, der Stein sein. Mossy Stone Brick. Was anderes wäre zumindest komisch. Ah, lol. Warte mal. Ja, okay. Jetzt das meinte er. Ich wäre ehrlich gesagt aber nicht drauf gekommen. Deswegen, jetzt weiß ich es, was er meint. Aber ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Wir bauen es einfach mal ab. Hier ist ein Schalter. Und dieser Schalter funktioniert anscheinend nicht. So, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das hier jetzt hier werden sollte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, Leute, ist ja auch vollkommen egal. Trotzdem an sich eine super, super geile, sichere Basis. Gefällt mir sehr gut. Und hat meiner Meinung nach auch mindestens Level, sagen wir mal, 57 verdient, einfach auch sehr cool gebaut von außen, richtig nice. Die allererste geheime Basis ist von Unicorn11. Grüße gehen raus, er schreibt Hallo Pat, Like und Abo natürlich nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid, Leute, dann seid ihr beim nächsten Mal ganz bestimmt auch dabei, wenn ihr natürlich auf meinem Discord seid. Wir müssen jetzt hier erstmal diesem Pfeil folgen anscheinend. Jetzt müssen wir hier wieder dem Pfeil folgen und dann sind wir jetzt hier drin. Lol, hier haben wir einfach ganz viele Schalter, lol. Das ist... Alter, wie nice ist das denn? Und da fahren einfach die Leitern, beziehungsweise eigentlich die Treppen aus. Und dann kommen wir hier runter. Lol. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Geheime Basis ist auf jeden Fall gefunden. Richtig nice. Ungefähr im Level 5er Bereich würde ich das Ganze hier einstufen. Die nächste geheime Basis ist von Syl Programmer. Die nächste geheime Basis ist von Syl Pro Gamer und er hat hier gefühlt einen halben Roman verfasst, aber das Wichtigste ist einfach nur, wir dürfen keine Blöcke abbauen und hier ist wohl noch ein Tipp. Hier sind wohl irgendwelche Schuhe noch am Start und das war's auch schon. Grüße gehen raus an 5 Cheese, der vergessen hat, mir Rechte fürs Bauen zu geben, weil er einfach offline ist. Was haben wir hier? Können wir runtergehen, indem wir durchsneaken. Perfekt. Und hier... Ist hier vielleicht irgendwo ein Knopf oder so versteckt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, krass.
Tatsächlich ist doch in diesem Hügel irgendwas gewesen. Herzlichen Glückwunsch, du hast mein Versteck gefunden. Alter, das war gut. Ich hatte nämlich so ein bisschen die Vermutung, dass das irgendwie ein Snow Powder sein muss, weil wir ja hier Lederstiefel am Anfang bekommen haben und sonst würden wir im Snow Powder halt sterben, beziehungsweise Schaden bekommen. Ja, schon stabil. Level 15, Level 20 so herum. Sehr geil gemacht. Die nächste geheime Basis ist von Slurp LP. Das soll wohl hier auch kleiner sein. Wie gesagt, der Kerbo, ein guter Freund von mir, hat nämlich die Grundstücke schon mal auf Herz und Nieren getestet. Sagt man das so? Bitte die Fackel auf dem Block platzieren hier unten. Okay. Okay, das ist er. Ach, er macht es offensichtlich. Okay, er macht es offensichtlich hier unten. Okay. Hä? Was? 2012? Wann ist Pat YouTube beigetreten? 2012? Hä? Okay, das soll hier so eine Art Quiz sein. Besonders, das ist ja voll lost, weil einfach die Tür schon offen war. Also 2012 habe ich meinen Kanal tatsächlich erstellt. Ich habe ehrlich gesagt eher die Vermutung, dass Kerbo hier vergessen hat, die ganzen Sachen abzubauen. Auf jeden Fall muss man hier, glaube ich, die Fackel platzieren. Dann öffnet sich das Ganze. Also Slurp LP trotzdem mega geil gemacht. Und Kerbo, das gibt auf jeden Fall eine Anzeige. Secret Base 2. Okay, das ist wohl die zweite geheime Basis, die er gebaut hat. Und was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Trapdoors. Oh! Ah! Oh, oh, oh. Das ist auch nicht schlecht. Was hat man hier noch so? Okay, hier ein kleines Lager. Ja, auf jeden Fall sehr nice, ne? Hier geht es sogar noch weiter nach unten. Also sollte das hier das Ende sein. Und auf einer Level-Skala ist das eine ganz, ja, ich würde sagen, so Level 10 ungefähr, Level 15 herum. Das ist schon ganz cool gemacht. Jetzt sind wir hier auf dem Grundstück von NoCraft 2110. So, ich gehe einfach trotzdem mal hier nach oben. Das ist nicht die Base. Das habe ich auch mir schon gedacht, dass das nicht die Base ist, die er verstecken wollte. Also ich muss sagen, ich habe jetzt hier echt lange nach einer Lösung gesucht. Ich habe keine gefunden. Deswegen gehen wir mal ganz kurz in den Spectator-Modus. Ich habe mir schon ein bisschen rumgeschaut. Hier soll angeblich ein Schalter sein. Ich baue jetzt einfach mal diesen Block ab und drücke mal hier drauf. Dann soll sich hier irgendwo etwas öffnen. Und wenn wir jetzt hier unten sind, dann drücke ich jetzt einfach mal hier drauf. Was zur Hölle war das? Also meine einzige Idee ist ja wirklich, ich packe hier irgendwas in den Dispenser rein, aber dann passiert auch rein gar nichts. Weil ich zu doof dafür bin, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Deswegen gehe ich einfach mal hier durch. Wahrscheinlich ist jetzt hier irgendwas hinter den Fotos. Okay, da kann ich tatsächlich was hinschmeißen. Schmeiße ich einfach mal hin, würde ich sagen. Genau, und Beacon. Ja. Ey, Leute, ganz ehrlich, das war schon sehr, sehr krass gemacht. Also auf jeden Fall schon im hohen Level 60er, 70er Bereich. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie ich den Schalter hätte finden sollen. Jetzt sind wir beim Grundstück angekommen vom lieben Erdbeer 2000. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Lol, das war... Okay, das war ja viel zu offensichtlich. Willkommen in meiner echten Base. Ach, er hatte wahrscheinlich noch eine andere geheime Basis. Oder was? Hey, was haben wir da oben? Also wenn ich mir das so anschaue, ist hier wohl noch ein anderer Weg, um in diese geheime Base reinzukommen. Und der soll wohl hier oben sein. Ja, ich war ja jetzt schon quasi in der geheimen Base und durch das Hide-and-Seek-Projekt von Beats weiß ich, dass wenn ich mich auf eine Schalkerbox draufstelle und darüber ein Gegenstand ist, dass ich hier noch auf diese Art und Weise durchgepusht werden kann, also durch eine Schalkerbox. Wenn ich in das Haus reingehe, dann ist es auch ganz krass, dann kommt einfach so ein Feuerwerk hier und Diamantenlager. Lol, hat der ja auch... Lol, wie geil hat der das denn gemacht? Aber ich würde das Ganze hier auf jeden Fall so Level 20, ja, wobei Level 10 ungefähr einstufen, doch. Das nächste Grundstück ist vom lieben Real Staubsauger. Er hat 17 Stunden an dieser geheimen Basis gearbeitet. Vielen Dank für deine Mühe und generell danke an alle, die was gebaut haben. Es sind so viele Grundstücke auf diesem Server. Vielleicht mache ich nochmal einen Stream über alle Grundstücke, denn es ist unmöglich, alle Grundstücke im Video zu zeigen. Kuss geht raus und ich würde sagen, wir schauen... Lol, das habe ich sofort gefunden. Da ist doch was. Oh, oh, da ist was aufgegangen. Da ist irgendwas aufgegangen, aber ich weiß nicht wo. Ich glaube da hinten. Okay, ich habe jetzt herausgefunden, wo der Block wegfährt und zwar hier. Also der Tipp war schon sehr, sehr gut. Herzlich willkommen in meiner geheimen Basis. Das ist der Chillkeller hier. Alter, was hat der denn hier hingebaut? Mega viele Rüstungen hat er hier am Start. Da, lol, warte mal. Im Boden, hier sehe ich gerade, okay. Lagerraum,
Ausgang. Okay. So, hier kann ich dann durchkrabbeln. Alter, wie krass ist das denn bitteschön? Wie viel Mühe hat er sich denn gegeben? Also wirklich richtig, richtig gute Arbeit. Er hat sich sogar einfach so einen Netflix-Fernseher hingemacht. Alter, was? Ja, also das Gesamtpaket von dem Grundstück stufe ich einfach mal so im Level 50er bis 60er Bereich ein. Richtig nice. Wir sind jetzt hier auf dem Grundstück angekommen vom lieben 5Cheese21335 Credits an Real Lime und Sile Pro Gamer. So, jetzt gehen wir hier runter und Knopf drücken, um den Fahrstuhl zu rufen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Allein wegen dem Fahrstuhl bin ich schon begeistert. Auf jeden Fall einige Betten hier am Start. LOL, sogar Licht geht an und aus. Nein. Geheime Fragen. Wann macht Pat wieder Roblox-Videos? Leute, der Roblox-Kanal ist pausiert, weil wir aktuell dafür keine Zeit mehr haben. Wir haben darauf auch schon mal ein Video hochgeladen auf dem Kanal für die Leute, die es interessiert. Ey, wie gesagt, auf jeden Fall irgendwo im Level 55er Bereich, sage ich einfach mal. Sagen wir einfach 66, weil es cool klingt. So, jetzt sind wir hier angekommen auf dem Grundstück von Kerbo. Also der Kerbo ist übrigens ein guter Freund von mir. Der hat sich auch ein paar Grundstücke herausgesucht. Türsteher Bruno ist auch am Start, ne? Hat ein bisschen großen Kopf, aber Kerbos Club, geh einfach, bevor ich es mir anders überlege. Alter, der hat einfach einen halben Roman geschrieben. Du bist also im Club angekommen, wurde aber auch Zeit. Ich warte schon seit Stunden auf dich. Naja, egal, ich habe ein paar Drinks bestellt. Warte so lange rechts beim Tisch auf mich. Alter, was? Er hat eine richtige Story hier reingebaut. Das kann echt nicht sein. Diese Musik ist in diesem Laden ja total zum Kotzen. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Kannst du bitte zum DJ gehen und schauen, ob er was Besseres spielen kann? Leute, schreibt gerne mal jetzt euren Lieblingssong in die Kommentare. Welchen Song sollte der DJ eurer Meinung nach spielen? Alter, du wunderst dich, wo der DJ hin sein könnte. Es gibt doch in jedem Club einen Backstage-Bereich, oder nicht? Aber wo soll er denn hier sein? Ich habe keinerlei Tür gesehen. Vielleicht gibt es einen versteckten Schalter. Alles, was ich gesehen hatte, war ein Loch in der Wand, aber da war nichts zu sehen. Vielleicht muss man diese eine Schallplatte von der Wand nehmen und das Loch pfeffern. Aber wie kriege ich das da rein? Ah, lol. Oh mein Gott, und jetzt können wir hier runter. Alter, was haben die Leute denn hier auf diesem Server gebaut? Also da geht auf jeden Fall Kuss raus an meine Community. Und was zur Hölle ist das denn jetzt hier, bitteschön? Was ist denn das für ein krasser Ort, ob ich den DJ hier vielleicht finde? Eventuell ja hinter dem Haus. Also anscheinend können wir den DJ hier auch nicht finden, wird gesagt. Aber warte mal, bin ich nicht der DJ, wird jetzt hier gesagt. Und hier ein kleines Schlusswort. Hier auch nochmal ein paar Credits an die Leute, die geholfen haben. Abo und Like natürlich nicht vergessen. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr heftig, Leute. Auf jeden Fall auch eine stabile 70, ja, 65, Level 65 so um den Dreh. Alles ist hier super, super gut. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich bin wirklich positiv begeistert. Dieses Grundstück ist von Anja und Fru Fru. Leute, das Problem ist, dieses Grundstück soll wohl richtig, richtig krass sein. Also das hier soll wirklich mit Abstand Level 100 sein. Anja meinte, das soll wohl irgendwie 2 bis 3 Stunden dauern, glaube ich, bis man hier durchkommt. Aber ich meine, schaut euch einfach mal an. Wir haben hier 3 Bücher. Wir haben hier 10 Seiten. 10 Seiten, dann haben wir noch ein weiteres Buch. 3 Seiten. Hier haben wir 23 Seiten. Leute, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir nicht in einem Video schaffen. Das muss ich auf jeden Fall im Livestream machen. Aber das hier ist, denke ich, einfach mal ein Level 100er Grundstück. Nur das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier das ganze Grundstück zeige. Also, wenn ihr Bock habt, Leute, dann schreibt es in die Kommentare. Hashtag Livestream. Wir sind angekommen auf dem Grundstück vom lieben Conmaster 100420. Und hier ist irgendwie ein bisschen offensichtlich, falls das hier gewollt ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht will er uns auch nur damit trollen. Wir haben hier ein paar Eisengolems, die angekettet sind. Da ist vielleicht... Ist das extra so? Okay. LOL. Ach, er wollte uns pranken mit diesem Kürbis. Oh mein Gott. Also, wir müssen hier auf jeden Fall die geheime Basis finden. Das steht fest, ne? Hier runter kommen wir anscheinend, glaube... Oh Mann, dieser Kürbis, ey. So, kommen wir jetzt hier irgendwie runter? Ich glaube irgendwie nicht. Da ist auf jeden Fall Wasser. Ist da irgendwas drunter? Da geht's auf jeden Fall nach unten, ne? Da geht's auf jeden Fall nach unten. Das heißt... Ach, komm, hör auf. Was in der Kiste ist, könntest du gebrauchen. Ein Netherite Hoe und einen Brief. Hallo, Pat, ich hoffe, dir gefällt der Hügel und die roten Blumen. Ich hoffe, du nimmst dir auch die Zeit, bei meinem Haus vorbeizuschauen. Keine Angst, die Wachen tun nichts. Ja, ja, die Wachen tun nichts. Okay,
Das Ganze kommt mir nämlich ein bisschen bekannt vor, weil ich diesen geheimen Eingang schon mal, glaube ich, den Beats gestellt habe. Falls das genauso aufgebaut sein sollte, wie ich es mir vorstelle. Aber... Oh ja, 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 da sehe ich doch einen Knopf. Da sehe... LOL! Oh mein Gott! Wir haben drei Knöpfe zur Auswahl. Blau, grün oder rot. Oh Gott. Oh! Ja, ich glaube, das war der rote, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, der rote Knopf war es, der uns zum Ziel geführt hat. Wo ist jetzt hier der geheime Eingang? Da war er, genau, zack. Und das war der rote, oder? War das der rote? Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, der rote war das, zack. Jetzt können wir hier durch und jetzt haben wir hier eine Eisenrüstung. Nicht die geheime Base. Ach, das ist doch gar nicht die geheime Base. Oh mein Gott. Da können wir noch einmal runter. So, Ausrüstung, Lager. Lol, da ist einfach nochmal ein Endportal, aber da können wir nicht reinfliegen, weil hier sind Barrierblöcke drüber, Ausgang. Das hier ist wahrscheinlich der die geheime Basis, schätze ich mal. So, hier haben wir Rüstung, oh, sofort Rüstung wird uns angezogen, auch sehr nice gemacht. Und Errungenschaften. Und da war hier der Ausgang und wahrscheinlich kommen wir jetzt hier in die Dings, in dieses Haus herein, ne? Und, ja, genau. Okay, und jetzt bekommen wir hier wieder diesen Kürbis. Ey, richtig cool gemacht. Leute, ich kann eigentlich nur allen hier gute Level geben. Ich würde einfach mal sagen, das hier ist auf jeden Fall auch irgendwo im Level, ja, Level 42er, 43er Bereich. Also richtig cool. Das nächste Grundstück ist von Gemmy Knight. Und wir sehen hier auf diesem Grundstück sind auch jede Menge Schilder. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an dich. Er hat wieder angefangen, dank meinen Videos mit Minecraft zu spielen. Dann schnappen wir uns den Schalter, denn wir müssen eine Stelle suchen, wo wir diesen Schalter platzieren können. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Ich schätze mal hier. Okay, das wäre natürlich auch wieder zu einfach gewesen, um wahr zu sein. Also ich habe jetzt die Stelle gefunden, nachdem ich in den Spectator-Modus gegangen bin. Aber Leute, ich kann euch so viel sagen, ich weiß nicht, wie ich auf sowas kommen soll. Also ich bin mir sicher, ihr würdet auch nicht drauf kommen, denn man könnte denken, okay, vielleicht hat der ja irgendwo einen Hinweis gegeben. Aber Leute, die Lösung für das Ganze ist, wir platzieren super, super random einfach hier den Schalter. Leute, wie soll man darauf denn kommen? Also nicht böse gemeint, coole Idee. Auch mit dem Geheimgang, der dann hier ausgelöst wird oder der Pisten, der weggeschoben wird. Aber ich muss ja irgendwie die Möglichkeit haben, hier drauf zu kommen. Oder ich bin einfach lost und checke nicht, dass es irgendeinen Hinweis gibt, dass man hier den Schalter platzieren muss. Kann auch sein, dass ich was überlesen habe. Kann auch sein. Aber egal. Wir gehen einfach mal trotzdem runter und schauen uns an, ob wir hier was finden. Alter, er hat hier einfach einen Baum reingebaut unter die Erde. Sehr, sehr schön gemacht. Also wieder eine super coole geheime Basis am Start. Was haben wir hier? Da war wahrscheinlich ein Foto vor, was Kerbo weggeschlagen hat. Man kann ja auch noch runter, weiter runter gehen in diese Basis, sehe ich gerade. Hier haben wir was noch? Wir haben hier noch so ein bisschen Wasser. Hier haben wir eine kleine Weizenfarm. Hier haben wir noch das Ant so ein bisschen simuliert. Und sonst, ja, noch ein paar Amethystkristalle am Start. Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall auch eine ganz klare Level, ja, 25er Basis. Eine Kiste, ein Baum und ein Bett. Ich demonstriere euch nämlich mal, was passiert, wenn ich diese Kiste platziere. Wir können einfach in die Kiste reinklettern. Es ist der reinste Wahnsinn. Bei dem Baum ist es so, wir müssen die Knöpfe drücken. Und wenn wir die Knöpfe gedrückt haben, dann fällt der Baum einfach mal um. Und wir sehen, jetzt müsste er umfallen jeden Moment, oder? Ja, er fällt um. Bumm. Dann haben wir hier einen geheimen Eingang. Und beim Bett ist es so, dass wenn ich hier auf das Bett rechtsklick mache, ich einfach unter das Bett runterlaufen kann. Deswegen werde ich den Beat so ein bisschen trollen damit. Ich packe jetzt erstmal ein paar ganz normale Bäume hier hin. Also der Beat wird dann logischerweise denken, dass die Bäume keine Bedeutung haben. Ist natürlich nicht der Fall und deswegen ist es umso lustiger. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schlecht aus, das Haus. Aber wie gesagt, es geht auch nur darum, dass wir hier ein Haus haben mit, ganz wichtig, natürlich einem ganz normalen Holzboden. Der Holzboden ist, wie gesagt, so wichtig, weil wir ja das Bett platzieren und beim Bett ist halt dieser Boden auch aus Holz und wenn ich jetzt kein Holz hätte, würde das halt super krass auffallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Haus findet, aber es ist nicht schön, aber es ist okay. Ich denke mal, das trifft es ganz gut. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen interessanten Teil. Wie gesagt, wir haben jetzt hier einmal ein
Bett. Ich glaube, ich packe das Bett auch so hier hin. Man sieht vielleicht minimal den Unterschied. Und wenn wir natürlich hier in die Kiste reinschauen, Leute, dann ist die Kiste auch nicht normal, denn wir können einfach mal in die Kiste reinspringen. Er wird sich, glaube ich, sehr verarscht fühlen. Die Frage ist nur, was wir hier reinmachen. Eigentlich müsste ich halt so 10.000 Kisten hier platzieren, damit das vielleicht, ja, damit er auch in die Kisten reinschaut. Machen es nicht so kompliziert, der Beat soll auch eine Chance haben. Und dann machen wir diesen komischen Baum, wo eine Base drunter ist, auch noch einmal. Komm, wir machen den relativ weit außen. Hier machen wir den hin. Ne, jetzt haben wir hier auch diesen komischen Knopf vor. Ich kann das versuchen, so ein bisschen zu verdecken. Ja, das ist ganz gut, Leute. So sieht man es nicht unbedingt. Genau, so machen wir es einfach mal, würde ich sagen. Mit hohem Gras versuchen wir das so ein bisschen zu verdecken. Das, denke ich mal, ist ganz okay. Wie gesagt, wenn er dann da drauf drückt, dann würde er in die geheime Basis reinkommen. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt hier runter? Ich könnte unter dem Haus ein Diamantlager hinmachen. Ja, und ich denke mal, das ist auch gar keine so schlechte Idee. Das haben wir jetzt einfach mal gemacht. Ich weiß gar nicht, funktioniert das jetzt noch ohne Probleme? Wir gucken mal ganz kurz nach. Also Bett und jawohl, wir sehen, es fährt einfach runter. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Es fährt aber auch wieder hoch. Lol, die Kiste geht aber auch zeitgleich auf. Und wahrscheinlich, wenn ich die Kiste aufmache, geht das Bett auch weg, ne? Nein, das ist nicht der Fall. Okay, aber... Ah, jetzt ist der Diamant dort im Weg. Den müsste ich einmal hier an dieser Stelle entfernen. So, dann ziehen wir nämlich die Leiter hier weiter herunter. Und das ist dann quasi unsere geheime Basis. Alter, es wird so lustig, Leute. Es wird so lustig. Ich bin echt gespannt auf die Reaktion von Beats. Wir haben hier einmal dieses wunderschöne Bett. Oder wir haben hier diese wunderschöne Kiste, wo wir reinspringen können. Also, es wird sehr lustig. So. Okay, dann schau dich mal um, Beats. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe meins ganz anders strukturiert. Ist ja nicht schlimm. Okay, ich bin gespannt. Okay. Also, im Haus bin ich ja jetzt schon mal. Ja, ja, genau. Hier bist du im Haus. Ein paar Kisten. Ah. Nein, du sollst da nicht reinkommen. Nein, du solltest da nicht reinkommen. Es ist so zum Kotzen. Es kann nicht wahr sein. Nein, aber egal, du kannst es ja trotzdem mal machen. Früher oder später wäre ich halt drauf gekommen, weil ich ja, auf die Kiste auf jeden Fall. Auf die Kiste auf jeden Fall. Du kannst ja einfach in die Kiste reinspringen. Das ist aber ganz cool, dass man in die Kiste reinspringen kann, ja. Moin, wir gehen einfach mal hier rein. Kann die Kiste auch nicht öffnen, wenn ich da drauf stehe. Also nur, wenn ich... Ehrlich? Wirklich, nee, ach, warte mal, ist mir gar nicht aufgefallen. Nur, wenn ich davor stehe. Lol, stimmt. Krass. Aber tatsächlich ist es noch nicht alles. Also du hast noch gar nicht alles gefunden. Okay, dann... Ist noch mehr. Ich gehe mal kurz in den Spectator-Modus wieder rüber. Oh, hä? Da hab ich's. Was hast du denn gemacht, Alter? Ich bin durchs Bett gelaufen. Hä? Das geht? Warum geht denn das, Alter? Wusstest du das nicht? Nein! Was ist Junge, das denn? Muss ich dir deine Fallen erklären oder was? Junge, guck's dir mal an. Das soll eigentlich so sein. So! Ah, auch cool. Warum geht das? Warum kannst du einfach durchlaufen? Aber tatsächlich ist es immer noch nicht alles, Beats. Ich gebe dir mal einen Tipp. Es ist nicht im Haus drin, weil ich glaube, sonst suchst du dich doof und dämlich. Es ist draußen. Ja, dann schaue ich mal. Ja, wir haben ja keine Mods installiert, ne? Außer World Edit. Du hast ja auch ein klappbares Bett ohne Mods hinbekommen. So, okay, ich finde es, glaube ich, nicht. Ich habe es auch extra ein bisschen getarnt. Schau dir die Bäume genau an und dann siehst du das Ding. Hallo, Beats? Ach, da. Okay, ey. Nein, du musst weiter drücken. Drück nochmal den Knopf. Weiter, so. Immer weiter, Beats. Das schaffst du. Das schaffst du, Beats. Drück die Knöpfe. Weiter, komm. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter, immer weiter. Und der nächste. Und der Baum fällt. Oh, einfach mal um. So, der Beats klettert jetzt hoch. Und wenn er hochklettert, fällt der Baum einfach um. Verstehe. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal mit den Sachen, Beats. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal bei dir, ne? Meins ist, wie gesagt, anders strukturiert in dem Sinne. So, und zwar kannst du hier einfach an einem Baum irgendwie irgendwas verstecken, ne? Genau, und dann siehst du halt bei mehreren Bäumen, du kannst natürlich irgendeinen Baum aussuchen, der im Wald steht. Dann drückst du einmal drauf, im Prinzip ganz einfach. Und dann geht eine Tür auf. Du musst schon wissen, wo das Loch ist. Sonst schafft man es gar nicht. Aber weil, Alter, ist vom Timing her wirklich knapp, ne? Also muss man wirklich schnell sein. Und wie kommt man raus? Ja, da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Wir machen weiter in der zweiten Runde, die letzte Runde jetzt. Bis durch. Bis gleich. Die nächste Tür ist ein wenig anders aufgebaut. Und nein, sie kriegt jetzt hier ein bisschen Rumpf. Man sieht es leider ein wenig. Und zwar sieht man hier die Konturen, weshalb ich jetzt eigentlich versuche, das irgendwie zu überbrücken. Wir haben hier einfach mal eine Minecraft-Schiene. Hier kommt man nämlich nur durch, wenn man mit dem Minecart hier durchfährt. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, die Wand ein bisschen unauffälliger zu gestalten, damit das nicht so heraussticht. Ich habe jetzt einfach mal das hier herausbekommen. Ich habe keine Ahnung, ob es trotzdem noch ein bisschen zu auffällig ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Rails verlegen, denn das muss ich natürlich machen. Und natürlich auch ein paar Minecarts in die Kiste. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, was passieren soll. Man fährt hier halt mit dem Minecart entlang. Man ist zwar super langsam unterwegs, aber ihr seht, wenn ich jetzt hier hinfahre, dann...
Sollte eigentlich die Wand hochfahren? Ich werde die Wand jetzt nochmal kurz entfernen. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht funktioniert beim zweiten Versuch. Probieren wir es einfach mal aus und lass es einfach funktionieren. Bitte lass es einfach funktionieren. Minecart wird platziert. Wir gehen in Survival-Modus und geht es? Geht es jetzt? Ey, warum geht das nicht? Kann ich versuchen von der anderen Seite? Das müsste doch jetzt hier theoretisch gehen, oder? Hallo? Ja. Eine Ewigkeit später. Okay, Leute, keine Ahnung, warum es nicht funktionieren will. Deswegen mache ich das einfach mal weg, würde ich sagen. Ich habe natürlich noch einen anderen Eingang parat. Dieser hier. Schaut euch diesen crazy Eingang einfach mal an. Man könnte jetzt denken, das ist der Haupteingang. Aber nein, das ist tatsächlich nicht der Haupteingang. Denn ich platziere jetzt hier einfach mal diese Steine. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hä, was ist das denn, Pat? Wir bauen jetzt nämlich hier einen ganz kleinen Hügel hin. So sieht er nämlich aus. Und wenn jetzt der Beat auf die Idee kommt, durch diese super offensichtliche Tür zu laufen, denn das ist natürlich ohne Probleme möglich. Ihr seht, man macht da Rechtsklick drauf und die Tür öffnet sich. Der Beat wird sich denken, Alter, das war's? Das ist der geheime Eingang? Aber Leute, in dem Moment, wo sich diese Tür öffnet, öffnet sich einfach das hier. Denn das hier ist der eigentliche geheime Eingang. Die Steine fahren nämlich einfach runter. Hier muss der Beats hin. Dann haben wir hier ein Schild stehen. Liken und Abo für Diamanten. Leute, nicht vergessen, unbedingt ein Like da zu lassen und zu abonnieren, damit ich mehr Trolls mache. Wenn ich die Tür jetzt nämlich wieder schließe, dann seht ihr, ist der Eingang auch wieder weg. Es ist wirklich der reinste Wahnsinn, Leute. Ich bin gespannt, ob der Beats das herausfinden wird. So, Beats, ich habe gerade angefangen auf meiner Seite. Jetzt komme ich zu dir rüber. Im Prinzip habe ich es jetzt anders aufgebaut. Also, du siehst, es ist eine kleine Veränderung da. Lol, auch ein Knopf? Hä? Das kann es nicht gewesen sein. Nie im Leben ist das das gewesen. Also, ja, doch, ja, 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 Beats, oder? Also... Hä? Oh Gott, das ist ein Barrel. Lol. Was? Hä? Warte mal ganz kurz. Wie? Hä? Wie Moment. Geht das denn? Ich muss du hast mal. Ich geguckt, muss mal. Mensch, ich hab nicht. Nein, ich hab nicht geguckt. Also ich gucke. Was ist passiert? Ich hab's gar nicht gecheckt. Sobald ich auf die Barrel drauf drücke, kommt das hier weg oder was? Ja. Okay. Ich hab eigentlich gar nicht da drauf gedrückt, weil ich wusste, da ist eine Barrel. Ich hab da drauf gedrückt, weil ich mir dachte, vielleicht ist das so eine Kiste oder so. Richtig coole Idee. Du kommst jetzt auf meine Seite. Und dann würde ich sagen, kannst du einfach mal anfangen im Adventure-Modus. Let's go. Oh, hier liegt ein Busch. Aha, was hat's damit auf sich? Ja, wer weiß, ne? So, sieht aus wie das gleiche Haus von vorhin. Da hat sich nichts getan. Ah, okay. Oh nein, du hast gefunden. Hä? Nein, war Spaß. Oder ist es das? Ich weiß es nicht. So gesteckt war das jetzt nicht. Aber das sieht also, ganz cool aus. Das sieht cool aus. Die Tür geht hier auf und die kannst du tatsächlich wieder zumachen, ne? Von der anderen Seite. So, also die Tür ist wieder geschlossen. Du siehst es auf jeden Fall, ne? Mhm. Aber das war es tatsächlich nicht. Ah ja, ich wollte gerade sagen, das ist kein Geheimgang, ne? Ich kann durch diesen Block durchgucken, ne? Weil das halt nur Blätter sind. Ich kann es nicht mehr durchschauen. Ich glaube wirklich nicht, dass du darauf kommst, ne? Also ich glaube einfach, es ist jetzt nicht mehr möglich für dich, um es einfach mal doof zu sagen. Wieso jetzt? War es mal möglich? Vielleicht war es mal möglich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es schon echt schwierig ist. Ich gebe dir einfach einen entscheidenden Tipp, der dir helfen wird. Mach die Tür auf. Ja, aber da ist ja nichts hinter. Das ist jetzt nicht die Lösung. Doch, hier ist eine Tür bestimmt. Dann gibt das doch hier irgendwie ein Redstone-Signal rüber oder nein, irgendwas. Nein, 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 nein. Und öffnet hier. Kein Redstone-Signal. Ich kann übrigens nicht mehr sprinten. Ah, da ist die Tür. Nice. Also, es ist wirklich kein Redstone-Signal, sondern es ist einfach nur ein Mechanismus. Guck dir das einfach mal an. Du stehst da drüben. Ich mache jetzt hier diese Tür einfach mal zu. Ja. Genau. Und in dem Moment, wo ich das zufahre, aha, werden die hochgefahren. Geht's nach oben. Ja. Genau. Wir starten das Ganze mit etwas ganz Einfachem. Und zwar seht ihr wahrscheinlich schon, ich baue hier gerade so eine Art Hügel, könnte man sagen. Ja, hier auf diesem kleinen, aber feinen Hügel werde ich dann eine geheime Basis reinbauen mit Hilfe von einem Minecart. Ich packe auch extra noch ein bisschen Bone Meal hier drauf, damit das Ganze nochmal ein wenig schöner aussieht. Und dann packen wir hier noch einmal einen Baum oben drauf. Sieht doch sehr schön aus, würde ich schon fast sagen. Aber die Magie beginnt dann hier bei der roten Rose. Und zwar mache ich jetzt einfach mal hier eine kleine, aber feine Basis hin. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt jede Menge Platz. Also ich denke mal, hier kann man das ein oder andere theoretisch reinbauen. Ich platziere nämlich jetzt hier eine Rail hin und auf diese Rail kommt dann einmal ein Minecart drauf. Und jetzt ist es nämlich so, wenn ich das Ganze jetzt zumache und ich schnappe mir eine Hacke, dann kann ich hier tatsächlich immer noch durchschauen und komme so theoretisch in meine geheime Basis rein. Also super, super krass. Damit wir aber auch aus der Basis rauskommen können, werde ich jetzt einmal hier einen Block platzieren, dann kommt hier eine Fackel dran, hier kommt dann ein Sticky Piston und darüber kommt auch nochmal ein Sticky Piston
Und dann kommt hier noch einmal ein Schalter dran, dass wir dann hier auch immer wieder raus können, wenn wir theoretisch möchten. So, jetzt können wir uns das Ganze mal von außen anschauen. Also, das ist die Basis quasi im geschlossenen Zustand. So, jetzt schnappe ich mir einmal ganz kurz meine Hacke. So, das heißt, ich komme jetzt hier ohne Probleme rein. Und wenn ich dann wieder aus der Basis raus möchte, dieser Schlitz verschwindet auch nach einer kurzen Zeit wieder. Möchte, habe ich hier einfach ganz normal den Knopf. Und ich kann dann auch das Ganze hier wieder so zumachen. Und ich habe eine 100% unsichtbare Basis. Richtig, richtig cool. So, der Beats kommt jetzt mal zu mir rüber. Du kannst selbst entscheiden, willst du die harte Variante oder die einfachere Variante? Immer hart. Denkt ihr, Beats schafft das? Dann schreibt mal gerne Hashtag Beats in die Kommentare. Ansonsten Hashtag Pad in die Kommentare. Und wenn du die harte Variante willst, ohne Tipps, dann kannst du anfangen. Aber ich kann dir so viel sagen, es ist wirklich schwierig, wenn ich dir jetzt keinen Tipp gebe. Ich bin also im Survival-Mode. Ja, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster nehmen, du kannst eigentlich fast gar nicht drauf kommen. Da steht auch so Blumen oder so, darf ich nicht abbauen, ne? Nein, nein, darfst nichts abbauen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Es ist aktuell gar nicht machbar. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Tipp. Ja, komm, ich glaube, das ist nicht machbar in der Art und Weise. Also, ich glaube, jetzt ist es schon eher machbar, wenn ich dir einfach ein Item hinwerfe, okay? Ich sag aber mal einfach nichts dazu, okay? Also, das kann dir jetzt schon auf jeden Fall weiterhelfen, sag ich mal so, ne? Hast du eine Idee, was es sein könnte mit der Hacke? Also, erstmal würde ich sagen, dadurch, dass ich nichts abbauen durfte... Ja, es war unmöglich, auf jeden Fall. Ja, habe ich was gefunden. Ah, kann ich da durchklicken? Moment. Du kommst da wieder raus. Du musst mit dem Minecraft ein bisschen weiterfahren, genau. Wenn du das lesen kannst, Like und Abo. Genau, Leute. Like und Abo nicht vergessen, wenn ihr das lesen könnt. Und das ist auch gleichzeitig der Ausgang. Und du kannst das Ganze wieder versperren. Also du kannst jetzt hier auch wieder draufdrücken, theoretisch, ne? Genau, wenn die Blöcke sich jetzt wieder zurückverwandeln, dann sieht das hier auch alles wieder ganz normal aus. Und das ist eigentlich eine schon ganz geile Basis, muss ich sagen, weil theoretisch ist sie hundertprozentig unsichtbar. Das Einzige, was du brauchst, ist halt nur eine Hacke. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt der Beats uns gebaut hat. Kurze Vorinfo. Ich dachte erstmal, ich baue eine große Welt und pack mehreren Sachen. Hat sich dann doch nicht so rausgestellt. Also habe ich hier mein erstes Ding gebaut. Das sieht ja okay. Das wird wahrscheinlich was mit Lava zu tun haben hier. Ja, da darfst du noch gar nicht hin. Da darf ich gar nicht hin. Ich habe alles auf einmal gebaut, weil ich dachte, jetzt, ne? Ja, okay, okay. So, also, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Eingang gewesen, ne? Ja, also das ist im Prinzip jetzt ein ganz einfaches Geheimversteck. Ja. Also wir haben jetzt erstmal nur Lava, aber ist immer wieder gut, weil kein Mensch an sich im Survival in die Lava springen würde. Das stimmt. Also Leute, sind wir mal ehrlich, wer von euch springt freiwillig in Lava? Man muss aber dazu sagen, es gibt zwei Wege. Theoretisch hätte man hier auch den falschen Weg erwischen können. Das hätte man theoretisch noch in so einen Lavasee oder in so einen Vulkan verpacken können. Und dann, ganz ehrlich, Leute, da kommt man auch nicht drauf, ne? Also ist schon ganz gut. Wir haben natürlich auch noch eine zweite Sache am Start heute, ne? Das ist jetzt hier nicht die einzige Secret Base. Die würde es in sich haben, du. Oh, ich bin gespannt. So, die nächste geheime Basis wird es garantiert in sich haben. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster. Ich glaube, der Beats wird da nicht drauf kommen. Wir müssen erstmal wieder ein wenig Redstone verlegen. Hier packen wir dann einmal eine Redstone-Torch hin. Dann kommt hier auch schon einmal der Observer hin. Der muss dann in diese Richtung zeigen, wenn mich nicht alles täuscht. Der schaut dann quasi, ob die Fackel an- oder ausgeht. So, dann geht hier nochmal Redstone ein bisschen weiter. Genau so muss das Ganze aussehen. Hier geht es dann noch einmal drei Blöcke nach oben. Und dann schnappen wir uns jetzt hier einmal diese Sticky Pistons. Und hier auch nochmal ein Sticky Piston. Und hier kommt dann ein ganz normaler Stone hin. Hier platzieren wir dann noch einmal eine Redstone-Fackel. Und wenn wir jetzt theoretisch hier mit einem Bogen hinschießen, dann müssten wir diese Treasure Plates treffen können. Und das hat funktioniert, aber nicht so, wie es sollte, wenn mich alles täuscht. Eine Ewigkeit später. Also, ich hatte einen ganz kleinen Fehler eingebaut. Und zwar muss das Ganze so aussehen am Ende. Hier kommt ein Glasblock hin, damit das Redstone an dieser Stelle diesen Sticky Piston nicht beeinflusst. Und wenn ich mich jetzt hier einmal draufstelle, seht ihr, bam, dieser Sticky Piston wird weggezogen. Und wenn ich wieder runtergehe, wird hier dieser Sticky Piston wieder weggepusht. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal hier zubaue, dann sieht das Ganze hier so aus. Und wenn ich jetzt hier in diese Ecke einen Pfeil hinschieße, seht ihr schon, komme ich hier ohne Probleme durch und kann hier meine 100% geheime Basis hinbauen. Damit das Ganze jetzt hier aber nicht nur so ein Klotz ist, werde ich das jetzt einfach nochmal ein bisschen schöner machen. Also ich bin ganz ehrlich, ich werde dem Beats von Anfang an einen Bogen geben, weil ich glaube nicht,
dass man darauf kommen kann ohne Probleme. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen zu schwierig, um ehrlich zu sein. Mal schauen, ob er überhaupt mit dem Bogen dann darauf kommen wird. Also das hier ist jetzt auf jeden Fall mein Endresultat. Wobei, ich packe jetzt hier extra noch so einen super, super unnötigen Baum hin. Ich werde jetzt hier in diesem Baum nochmal so eine richtig auffällige Kiste hinpacken, sodass der Beats denkt, okay, der hat es jetzt herausgefunden, der ist auf einem guten Weg. Was er natürlich nicht sein wird, aber ich denke mal, das gibt ihm so ein bisschen so ein Glücksgefühl. So, jetzt haben wir hier die auffällige Kiste mit dem Bogen und mit Pfeilen drin. Wir sehen hier diesen wunderschönen Berg. Das ist dann, wie gesagt, die Ecke, die wir abschießen müssen. Und dann kommen wir hier in unsere geheime Basis rein. Um ihm das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, platziere ich hier nochmal eine Soul Torch hin. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall schon einfacher dadurch sein. So, Beats, du bist dann jetzt mal fertig, würde ich sagen. Ne? Ich bin fertig, aber wie fertig? Ich bin auch gespannt, ob du fertig mit meinem kleinen Rätsel wirst. Tob dich aus. Diesmal habe ich dir wirklich alles vorbereitet. Es ist machbar. Dann bin ich mal gespannt. Ich kann dir so viel sagen, du musst auf jeden Fall nichts abbauen. Rechts klicken oder so in dem Sinne, nehme ich an. Ja, wer weiß. Drumherum schauen, ob hier irgendwas ist. Oder? Da ist eine Kiste, oder? Jetzt hast du ja geschafft. Nein. Jetzt habe ich es geschafft. Irgendwo irgendwas treffen. Also Beats läuft auf jeden Fall sehr zielstrebig herum. Kann ja nicht wissen, wohin, ist das Problem. Ja. Nee, es muss ja irgendwas sein, was weiter weg ist. Ah, Moment mal. Ist geschafft. Aua, nice. Aua. Ich habe extra diese Fackel hingemacht, weil ich mir dachte, sonst ist es ja zu schwierig. Ja, man muss da schon wirklich sehr schnell durchrennen, sonst schaffst du das nicht, ne? Aber ist auf jeden Fall machbar. Dann kommst du durch und bist in der geheimen Basis auf jeden Fall angekommen. Wie würdest du die bewerten? War cool. War eine solide. Solide 8 von 10, würde ich sagen. Solide 8 von 10, ne? Ist nicht zu auffällig. Dann bin ich gespannt, was jetzt der Beats auf dem Schirm hat. Ich bin jetzt auf der Seite vom Beats angekommen und jetzt muss ich ja, denke ich mal, in diesen Bereich rein, ne? Genau, jetzt ist der Bereich dran. Ich wünsche dir viel Glück. Ich darf nichts abbauen, gehe ich von außen, ne? Ne, abbauen brauchst du auch nichts. Dann sehe ich auch wenigstens was. Lol, okay, krass. Lol, wo bin ich denn gelandet? Ich bin hier einfach bei der Illusion gelandet vom letzten Mal. Ach so. Also, das war auf jeden Fall schon mal nicht richtig. Beats, ein Tod hat er schon gesammelt. Beats hat einfach das Format mit dem Trap King verwechselt, Leute. Da komme ich aber wahrscheinlich nicht weiter. Also, ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Gib mir einfach mal einen Tipp. Mit dem Tod hast du quasi den Weg erst frei gemacht zum Geheimgang. Ach lol, da war doch was. Ich hab's gerade gesehen. Muss ich mich an die Wand anlehnen oder so? Ich hab da irgendwas gesehen, aber... Lol, was? Okay, krass. Er ist auch nicht schlecht. Also das ist schon gut gemacht. Anfang war da auch komplett zu. Erst durch die Wire, die du aktiviert hast, wurde hier der Weg freigemacht. Der war vorher zu. Nicht schlecht, nicht schlecht, würde ich sagen. Jetzt habe ich noch einen ganz speziellen Geheimeingang am Start. Leider geht der nicht auf den Server. Deswegen sieht der Beats das gerade über einen Livestream. Auf jeden Fall habe ich mir einen Datapack runtergeladen. Damit habe ich hier zum Beispiel so eine Stone Trapdoor bekommen. Wenn ich diese Stone Trapdoor jetzt hier platziere auf dem Boden oder zum Beispiel hier platziere auf dem Boden, dann seht ihr schon, sieht eigentlich ganz normal aus, aber ich habe hier einen Schlüssel im Inventar. Und wenn ich mir jetzt hier diesen Schlüssel schnappe und einmal hier drauf drücke, dann seht ihr schon, oh mein Gott, Eingang fährt nach oben auf, wie so ein Mund, könnte man sagen. Und wir könnten jetzt hier einfach so eine geheime Basis reinbauen, also super, super cool. Ja, der ist krass. Das ist nicht schlecht, ne? Der ist wirklich jetzt gut. Und wenn ich dann hier wieder rausgehe, drücke ich dann hier wieder drauf und ihr seht schon, das Ganze fährt auch wieder ein. Also richtig cool. Wollte ich den Beats eigentlich im Multiplayer zeigen, leider funktioniert es allerdings nicht im Multiplayer. Aber das hier ist garantiert mein lieblingsgeheimer Eingang, denn er ist einfach so geil von der Animation. Wie würdest du den Beats auf der Skala von 1 bis 10? Eine 10, oder Leute? Eine 9,8. 9,8 kann man auch mitleben, würde ich sagen, ne? Und wenn ihr auch denkt, dass das eine 9,8 ist, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und schaut bei Beats vorbei. Ciao, ciao.